So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück beim Minecraft. So, weiß auch nicht, was hier so Abspacken zugibt. Wir haben in den letzten Folgen mal kurz ein bisschen mehr oder weniger Zeit geschunden. Das wollen wir heute anders machen. Wir wollen heute tatsächlich produktiv sein. Ihr seht, ich habe mich mal wieder um die Ablage gekümmert, habe ein bisschen aufgeräumt, die Kisten einsortiert, hier die Öfen voll mit Kohle gemacht und so. Also wir sind wieder hier richtig cool dabei, muss ich dir einfach sagen. Wir haben es wieder richtig geschafft. So, was haben wir eigentlich hier drauf? Schusssicher 4. Sehr, sehr interessant. Okay. Was wir jetzt machen. Ich muss leider sagen, das Schafsrennen, viele von euch haben gesagt, ja, mach das, wird geil. Ja, der Zombie fand das auch gut, die Idee, glaube ich. Oh, guck mal. Hallo, hallo. Oh, die kämpfen gegeneinander. So. Das war ja sehr, sehr gut. Wir wollen mal hier weitermachen. Habe ich gerade mal spontan beschlossen. Sichtweite stimmt, darum konnten wir so halt gucken. Der Baum ist ja gar nicht übertrieben. Der ist, nein, ist er nicht. Ich würde sagen, was ist das denn hier nochmal? Was ist das nochmal für ein Holz? Ja, danke. Schwarzeichenholz. Okay, es ist also Schwarzeichenholz. Dann würde ich sagen, wir fällen gerade mal Bäume. Heute habe ich ja ein bisschen mehr Zeit zum Aufnehmen. Gestern war es so ein bisschen doof, weil ich brauchte noch ein bisschen Speicherplatz für etwaige Aufnahmen, die später noch folgen sollten, die sich dann aber doch nicht ergaben und drum, ja. Ist egal. Heute auf jeden Fall habe ich etwas mehr Zeit mitgebracht. Dementsprechend wird die Aufnahme auch wieder etwas entspannter werden. Was ich letzte Folge schon angesprochen habe, Thema Flüchtlinge, wolltet ihr nicht haben, scheinbar zumindest. Es kamen jedenfalls keine Einsendungen, von daher lasse ich euch mit dem Thema auch in Ruhe. Ich erzähle es bloß nicht, ich fange das Thema gar nicht an. Hör mir auf. Mache ich natürlich nicht, denn ich richte mich da schon nach euch. Und wenn ihr das nicht sehen wollt, dann will ich euch da auch nicht quälen oder so. So, wir brauchen Erde. Ich habe keine Erde dabei. Wie kann das eigentlich sein? Wie kann ich eigentlich keine Erde dabei haben, Leute? Kann mir das mal einer erklären? Das hier ist auch noch nicht so elegant gelöst, aber dieser ganze Flur und so, das ist ja alles auch noch nicht richtig fertig. Da müssen wir noch einiges umbauen. So, ich fresse mal ganz kurz das verrottete Fleisch. Einfach damit es wegkommt. So. Und dann gehen wir nochmal raus und holen uns da die restlichen Setzlinge und Hölzer und was auch immer da noch runterfliegen möchte. So, hier ist ansonsten nichts, ja. Ich finde, man sollte in Minecraft noch frieren können. Das würde dem Ganzen noch einen anderen Touch geben. Wenn man beispielsweise durch Schneebiome läuft. Na gut. Hallo? So, danke. Wow, ein Glück, da ich die Erde geholt habe. Hey! Aber wir werden sie auf jeden Fall trotzdem noch brauchen, schätze ich mal. Vielleicht für diesen Baum. Mal sehen. So, dann holen wir uns mal ein bisschen Holz. Ich meine, Schwarzeichenholz brauchen wir ja bestimmt auch noch. Und vor allen Dingen holen wir uns die Setzlinge, dass sich diese Bäume mal ein bisschen vervielfältigen können. Warum? Aha, aha, aha. Plöcks. Haben wir schon 3, dann haben wir schon... Ach, das sind jetzt Tropenbaum. Tropenbaumsetzlinge. Da haben wir jetzt 3 Schwarzeichen und 2 Tropenbaum. Okay, wir bräuchten aber 4 Schwarzeichen. Oh, da haben wir sie. Sehr, sehr gut. Okay, ich mache mal den Baum hier kaputt. In der Zwischenzeit fällt bestimmt auch wieder ein Setzling runter, den wir uns dann einfach mal ganz, ganz bequem holen werden. So, also heute ein bisschen eine gechillte Aufnahme, ne? Nichts Großartiges. Wir werden ein bisschen am Haus weiterbauen. Das Schafsrennen muss leider noch eine Aufnahme mindestens warten, weil ich da ja einen Co-Kommentator brauche. Viele von euch werden sich schon, oder ich hoffe mal, einige von euch werden sich denken können, auf wen ich da noch warte.
Und das ziehe ich auch auf jeden Fall durch. Also ohne den mache ich das nicht. Der muss schon dabei sein. Wenigstens mal bei der ersten Austragung. Okay, das ist scheinbar auch am despawnen. Dann fällen wir mal den Baum. Und auf den da links freue ich mich am allermeisten, den zu fällen. Das wird bestimmt schön. Ja, den fälle ich auch nochmal. Auch wenn er so groß und prächtig ist. Der wird nochmal gefällt. Aus dem Grunde, weil wir einfach die Setzlinge brauchen. Damit wir hier mal langsam vorankommen mit unserer Baumkultur. Bislang ist es ja doch nicht sehr, sehr viel, was wir haben. Besonders in Sachen Schwarzeichensetzlinge und Tropenbaumsetzlinge. Das hier sieht scheiße aus. Tropenbaumsetzling. So, dann wollen wir mal. Tschüss, du riesiger Baum. So, ich mach das mal so. Vielleicht kriege ich es ja hin, da ich mich hier so hoch bauen kann. Indem ich mich hier so wendeltreppenartig nach oben hacke. Sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Oh, Setzlinge. Aua. So, hier ist noch ein Apfel. Sehr, sehr schön. Oh, wir kriegen auch richtig Setzlinge, muss man ja sagen. So, ich lege mich ja ganz kurz pennen. Ich sehe natürlich, dass es Nacht wird. Drum legen wir uns mal ganz, ganz, ganz geschwind schlafen. Was ist das denn für ein Lied im Hintergrund? Das kenne ich ja auch gar nicht. Ist mir noch nie aufgefallen irgendwie. Aber eigentlich ganz cool. Sehr episch. So, gute Nacht. Trink mal heimisch einen Schluck, ohne es zu sagen, damit es niemand mitkriegt. War das lecker. Aber gut, dass keiner mitbekommen hat. So, nee, war eigentlich gleich lecker. Mal eine Frage. Trinkt ihr gerne Wasser? Also ich trinke gerade Wasser, das kann man ja ruhig mal sagen. Ich trinke gerade Wasser, Sprudelwasser. Ganz normal, nichts. Ach, ich hätte nur eine gehabt. Na gut. Drauf geh es sie sehen. Und wie ist das mit euch? Trinkt ihr gerne Wasser oder seid ihr eher so der, keine Ahnung, Eistee, Cola, was auch immer Typ? Ich muss sagen, ich trinke viel lieber Eistee. Aber ich zwinge mich in letzter Zeit immer so ein bisschen dazu, auf Eistee zu verzichten, sondern eben Wasser zu trinken, wenn ich Durst habe. Also Eistee trinke ich wirklich nur noch bewusst, sage ich mal. So als Genussdingens praktisch. Aber ich versuche das echt zu begrenzen, weil Eistee eben sehr, sehr viel Zucker hat. Zumindest so, wenn man den nicht gerade selbst macht, dann hat er meistens sehr, sehr viel Zucker. Ungefähr so viel wie Cola oder so. Also es ist einfach, muss nicht sein. Und deshalb versuche ich da momentan so ein bisschen auf meinen Eistee-Konsum zu achten, den nicht zu sehr ausarten zu lassen. Wie ist das bei euch? Trinkt ihr Cola, trinkt ihr Fanta oder Sprite oder Club Mate oder was weiß ich? Oder trinkt ihr eben auch mal Wasser oder mal eine Apfelsaftschorle oder sowas? Einfach mal gefragt. Würde mich mal interessieren, wie es da bei euch aussieht. Also wie gesagt, ich trinke sehr, sehr gerne Eistee. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube, das habe ich auch schon mal zur Sprache gebracht. Aber wie gesagt, es ist halt sehr, sehr zuckerhaltig. Und ich möchte einfach mal so... Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie zuckerkrank bin oder sowas, dass ich da irgendwelche Probleme habe. Oder da ich irgendwelche Zahnprobleme habe, da ich deshalb keinen Zucker mehr zu mir nehmen möchte oder so. Oder weniger. Nee, es ist einfach, weil man kann dem Ganzen ja vorbeugen. Man muss ja nicht warten, bis irgendwas kaputt geht am Körper. Sondern man kann ja schon davor ein bisschen, ne, ein bisschen gucken. Und, da ich ja zurzeit sowieso so ein bisschen zum Übergewicht tendiere, au. Schaue ich da gleich zweimal hin, was ich da trinke und was nicht. Zumindest bei mir momentan. Aber wie ist das denn bei euch? Das war ja die eigentliche Frage, die mich mal interessieren würde. So, wir müssen jetzt wieder gucken, ob hier irgendwo noch Holz ist und ich sollte hier runtergehen. Denn Fakt ist, wenn hier die Blätter anfangen zu despawnen und ich wäre hier runtergefallen, dann wäre es das wohl gewesen. So, Plöcks. Hier ist noch einer. Plöcks. So, wir gucken mal kurz durch. Ich glaube, das war's jetzt, gell? Sieht gut aus. So, hier oben war es das auch.
Ich habe richtig Schiss, hier runterzufallen, weil dieser Baum so gigantisch ist. Okay, das war's auch. Sehr gut. Plack, plack. Au. So. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Drum mal die Frage, aber das hatten wir jetzt auch schon. Muss man jetzt nicht tot. Das war dumm. Boah, ich habe mich an den Lianen gerettet. Wie geil. Was ein geiler Move. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, es wäre gerade ein Bug, dass ich nicht sterbe oder so. Aber ich war an den Lianen. Wie cool. Dann habe ich ja gar nicht mehr gedacht. So, hier sind keine Setzlinge mehr. Okay. Warte mal. Abkürzung nehmen. Geil. So, weiter geht's aber nicht, weil dann eben das Holz fehlt. So, hier ist aber jetzt auch alles weg, ne? Naja, sieht gut aus. So, abhacken, 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 abhacken. Ich fühle mich die ganze Zeit so, als würde ich hier so halb schon im Abgrund landen. Das ist schrecklich. So, wir wollten natürlich auch noch ein Baumhaus bauen. Dürfen wir nicht vergessen. Das war ja auch noch auf der Agenda. So, das mache ich mal zu. Das ist ja furchtbar. Greg. Okay, hat es kurz gehakelt. Hier oben sind noch ein paar Blätter. Wie viel haben wir jetzt? 10 Tropenbaum, 9 Schwarzeichensetzlinge. Das ist doch ein kleiner Traum. Wahnsinn. So, dann würde ich sagen, Schwarzeiche können wir eigentlich gleich 2 anpflanzen, ne? Wäre ja sehr, sehr logisch. 1, 2, 1, 2. Und dann setzen wir die zweite mal einfach hier hin. 1, 2, 1. Hoppala. Ah, da ist noch ein Setzling. So, dann Tropenbaum. 1, 2, 1, 2. So. Dann vielleicht hier noch einen. 1, 2, 1, 2. 1. Und dann vielleicht hier noch drauf. Machen wir mal hier hin. Block. 1. So, die Schwarzeichensetzlinge, die setze ich jetzt einfach mal hier hin, so als Reminder. Alter, das ging schnell. Nehmen wir den gerade noch mit, das ist ja. Nehmen wir den gerade noch mit. Die wollte ich dann nur hinsetzen, damit wir wissen, okay, wir haben noch 2, nicht, dass wir die dann... Wir müssen auch gleich mal in der Kiste gucken. Ich glaube, wir haben noch... Vielleicht haben wir noch einen in der Kiste, in der Naturkiste. Muss ich gleich nochmal nachschauen. Ne, machen wir. Ist ja kein Ding. Ist ja kein Ding. Ich war auch tatsächlich mal am Überlegen. Ich hatte es ja in einer der letzten Folgen, zusammen mit London Silver war das, von der Internetseite Rainy Mood. Rainy Mood. Diese Seite, die einfach nur diese Regen-Samples abspielt, die ich so cool fand. Ob ich die mal abspielen sollte, habe ich mir mal so überlegt. Bin dann aber zu dem Entschluss gekommen, nee. Bei Minecraft regnet es ja auch und das würde dem ganzen Effekt dann vom Minecraft-Regen so ein bisschen den ja, Zauber ist zu viel gesagt, aber so diesen Effekt halt nehmen, ne? So, wir können schon wieder Schwarzeiche anpflanzen. So, wo bauen wir die denn hin? Hier kommt ein dicker Baum hin. Ja, machen wir die gerade wieder hier hin, ne? Würde ich mal sagen. Hat ja gut geklappt gerade eben. So, da oben die Blätter sollten noch die spawnen vom Tropenbaum. Das wäre ganz gut. So, und dann schauen wir mal. Juhu, noch ein Setzling. Das mit dem Setzling klappt gerade sehr, sehr gut. Muss ich einfach mal feststellen. Noch einer. Ich warte mal kurz drauf. Oder hey, wir gucken mal ganz kurz in die Kiste. Wir gucken mal ganz kurz in die Kiste. Ob wir da nicht auch noch Setzlinge haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir welche hatten. Aber eben nicht ganz sicher. Und ich glaube, wir können auch gleich schon wieder pennen gehen. Wir haben uns einen Tag nur Holz gehackt. Aber es muss auch mal sein. Denn damit sind die Bestände jetzt ein bisschen
wieder aufgefüllt. So, das sieht doch gut aus. Das sieht doch wunderbar aus. So. Halt, die Kiste wollte ich schauen.